Ja, und damit hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, ich freue mich unheimlich sehr. Nämlich heute geht es um den Spielertitel Little Nightmares. Und ich habe mega Bock. Ich habe wirklich mega Bock auf das Game. Und ich würde auch sagen, dass wir jetzt, ich freue mich unheimlich sehr. Da habe ich mich schon wieder doppelt gehört. Und ich würde auch sagen, dass wir jetzt quasi einfach loslegen, ohne große Umschweife zu verlieren. Ja, also neues Spiel. Also ich habe vorher schon mal die Einstellungen soweit gecheckt. Und ja, wir schauen uns das jetzt quasi einfach mal an. Übrigens für alle, die jetzt sozusagen an diesem Stream hier nicht teilnehmen, keine Sorgen. Also wenn ihr das jetzt gerade seht, seht ihr das wahrscheinlich bei YouTube. Und ich habe die Folgen natürlich geschnitten. Hallo und herzlich willkommen, it's a Nurse. Du kommst genau zum richtigen Zeitpunkt, nämlich wir legen jetzt los. Wir legen jetzt los und werden groß. Sogar extra Kaffee geholt, damit ich heute länger durchhalte. Ja, nee, ist klar. Nee, ist schon wieder total klar. Okay. Das sind wir anscheinend. Okay. WASD ist die Steuerung. Brauchen wir die Maus? Nee, die Maus brauchen wir anscheinend nicht. Okay, wir können. Ah, wir können nach oben, nach unten. Nach links und rechts. Oder bewegt sich sogar der Kopf? Nö. Nö. Okay. Hüpfen tun wir. Okay. Wir sind in einem Koffer wach geworden. Und wir haben keine Schuhe an. Oh, wir können sogar an den Koffer die Wand schieben. Beziehungsweise den Deckel. Der bewegt sich sogar, obwohl er keinen Sinn erfüllt. Das finde ich sehr nett. Das ist ein nettes kleines Gimmick. Okay, was haben wir denn hier so? Oh, wir können quasi fast alles hier drin bewegen. Oh, das ist ja geil. Okay. Also sorry, wenn ich jetzt hier ein bisschen rumspiele, können wir auch irgendwie was. Ah, ach, guck mal. Wir brauchen doch die Maus. Interessant. Wir können. Aha, Linksstick mit der Maus. Wir heben was auf. Und schmeißen es hin. So. Also schön, wenn ich jetzt hier gerade mal ein bisschen rumspiele. Aber das finde ich ja durchaus interessant. Okay, also das ist hier zu schwer anscheinend. Können wir den Koffer auch zumachen? Ach nee, guck mal, wir können auch. Ah, okay. Wir können das auch werfen. Anscheinend. Also quasi. Aber wenn wir Leertaste gedrückt halten, werfen wir. Sehr interessant. Okay. Naja. Was? Was war das? Was war das? Das war wahrscheinlich die Ziffelbrigade. Es ist zappenduster. Es ist verdammt zappenduster. Okay, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich weiß auch ehrlich nicht, also wie der Horrorgrad in diesem Spiel ist. Aber wenn es Little Nightmares heißt und so konstituiert ist, gehe ich mal davon aus, dass da schon irgendwie was passiert. Oh, wieder kräftig Randale. Okay. Ich laufe jetzt nochmal da hinten hin. Also irgendwas können wir hier wahrscheinlich machen. Drücke F, um das. Ah!
Aber wir haben ein Feuerzeug? Interessant. Haben wir auch ein Gesicht? Haben wir ein Gesicht? Haben wir ein Gesicht? Ich kann da. Also wenn ihr da was erkennen könnt, ich kann es leider nicht langsamer bewegen. Okay. Interessant. Ah ja. Okay, hier können wir nichts weiter machen. Na, dann gehen wir. Ah, mit SDRG. Och, das sind sehr, sehr viele Funktionen. Mit SDRG kriechen wir. Okay, wir. Machen wir das Feuerzeug wieder an. Okay, da hoch können wir nicht. Zumindest wüsste ich jetzt nicht, wie wir klettern sollen. Ah, das ist ja nett. Guck mal, wie das abrasselt. Also das hört sich auch richtig so an, als hätten wir ein Regencape an. Das ist sehr nett. Es ist wieder mal sehr interessant, dass wir ein kleines Kind sind, in einem Koffer in einer überdimensionalen Welt groß bzw. wach werden. Was ist das hier? Und wir werden wieder sehr, sehr unvermittelt in die Situation geworfen. Das war ja bei Inside nicht anders. Machen wir doch nochmal. Ah, okay, also. Gut, das geht schon mal nicht an. Aber wir können hier rauf. Was steht denn da hinten? Was? Okay, das ist eine Figur, die können wir anscheinend bewegen. Ja. Okay. Ah ja. Okay, wir haben die jetzt kaputt gemacht. Es war anscheinend auch irgendwie, hat es jetzt was ausgelöst, ich weiß bloß nicht was. Och schön. Och schön. Was ist das da hinten? Okay, hier hängen Möbel von der Decke. Wahrscheinlich zum Abtropfen. Das ist schon ein bisschen feucht hier. Okay, können wir irgendwie diesen Lichtkegel umgehen? Wäre ganz nett. Ich bin bei sowas immer relativ vorsichtig. Ja, die Ähnlichkeit zu Inside ist wirklich verblüffend. Jedoch hat es irgendwie eine eigene Handschrift, finde ich persönlich. Also es sieht schon sehr nach, wie soll ich sagen, sieht schon sehr nach Nightmare Before Christmas aus, ein bisschen. Okay, hier kommen wir anscheinend erstmal nicht hoch. Da brauchen wir wahrscheinlich irgendwas zum Draufsteigen. Den können wir nicht bewegen. Okay, hier können wir auch nichts machen. Können wir das vielleicht irgendwie schieben? Nee, das ist irgendwie auch nicht möglich. Wie sieht es denn mit dem Topf da hinten aus? Okay. Also irgendwie. Ach nee, genau. Wenn wir an der Wand quasi hochgehen und dann links klicken, halten wir uns dann auch an dieser Wand fest. Hier liegt Toilettenpapier. Das können wir natürlich aufheben. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich total von diesem Toilettenpapier abgelenkt war. Und da hängt einer. Oh Gott, was. Alles cool. Alles cool. Naja, das ist richtig. Also man hat in. Das ist richtig. Man hat hier in der Dreidimensionalität anscheinend mehr Möglichkeiten. Ich leime den mal kurz, ja. Du brauchst den ja anscheinend eh nicht mehr. Oh Gott, da hängt einer.
okay, jetzt. Ja, also die Dreidimensionalität ist halt hier besser, als, also zumindest weiter ausgeprägt als bei Inside. Hallo. Können wir die Tür auch wieder zumachen? Gut jetzt. Okay, hier ist irgendjemand lange gekommen. Der ist auch durch diese schwarze Grütze gelaufen. Und irgendwas hat er in dem Kühlschrank gemacht. Ah, okay, 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 verstehe. Was bist du denn? Was bist du denn? Blutegel oder sowas. Ja, aber der ist relativ langsam. Können wir also geschickt umgehen? Das ist noch so einer. Und noch so einer. Und noch so einer. Okay, hier ist ein Schalter. Ah ja. Also die Animationen sind großartig. Aber mich macht dieser Typ, der sich da erhangen hat, übelst fertig. Vor allem, wie er einfach mal so ins Bild geploppt kam. Da muss ich mal einen Schluck Kaffee nehmen. Meine Güte. Ja, und da ist die Tür wieder zu. Können wir hier? Können wir das aufheben? Nein. Ah, ich. Ja, das war bei Inside auch so. Was ist das? Was ist denn das? Was ist denn das für eine Zippelbrigade? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Hau ab! Lass es! Ja, okay, alles klar. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Ich weiß auch. Hey! Oh, noch mehr. Das Problem ist, die kreisen uns halt ein. Ich glaube, wir müssen das irgendwie nutzen, dass die relativ sehr viel langsamer sind als wir. Okay. Wir arbeiten uns jetzt langsam und empirisch ran. Also, erstmal zusammenfassend. Die sind wesentlich langsamer als wir. Dementsprechend lassen die sich auch relativ gut im Raum umherziehen. Ist bloß die Frage. Also ich dachte immer, dass sie auf Licht reagieren. Also ich dachte zumindest bisher, dass sie auf Licht reagieren. Aber wenn man das jetzt beispielsweise hier so macht. Guck mal. Wenn die jetzt hier durchzieht. Die bewegen sich auf jeden Fall nicht auf einen zu, wenn man sich in diesem komischen schwarzen Zeug bewegt. Nee. Nee. Das hat jetzt auch keine Punkte gebracht. Okay. Also ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht genau, was wir jetzt hier machen sollen. Aber wir finden das raus. Wir sollten vielleicht auch mal diese Hochsicht lösen. Also wir lösen die aus dadurch.
Okay, verstehe. Also anscheinend werden die definitiv durch dieses Feuer, beziehungsweise durch dieses Feuerzeug werden die ausgelöst. Weil so machen sie jetzt erstmal nichts. Okay, und wenn wir uns jetzt ganz langsam... Also solange wir das Feuerzeug nicht anmachen, werden die nicht ausgelöst. Aber es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, durch diese Tür da hinten zu kommen. Also wäre es jetzt wahrscheinlich das Beste. Nee, sie fangen schon... Ja, das war's. Also wir dürfen uns definitiv von diesen Viechern nicht erwischen lassen. Die Frage ist bloß, wie stellen wir das an? So, wir sind jetzt voll von diesem Schlamm. Was passiert denn eigentlich, wenn wir jetzt wirklich relativ schnell... Okay. Also auf Umschalt rennen wir. Das haben wir jetzt mittlerweile auch schon mal rausgefunden. Das ist sehr, sehr gut. Also Entschuldigung, wenn ihr mich jetzt hier beim Sterben zusehen müsst. Okay, und wenn wir uns... Okay, da bewegt sich beispielsweise nur einer auf uns zu. Wir gucken jetzt mal, wie der auf dieses Zeug hier reagiert. Ja gut, er reagiert da quasi de facto gar nicht drauf. Okay, also. Ja, natürlich geht es auch so ganz einfach, ne? Meine Güte, man hat es einfach nur umschieben. Ach Gott. Also manchmal, ne? Hua! Okay, hier können wir wieder Licht anmachen. Was uns immer das jetzt auch gebracht hat. Komm wieder hoch. Oh! Die Zippelbrigade. Also witzigerweise haben die auch eine Kapuze auf. Oder zumindest ein Hütchen. Also ich muss schon sagen, das ist eine sehr, sehr einladende Atmosphäre für ein Kind. Das war es ja bei Inside auch schon. Ja, wir gucken mal, ob wir da hinten irgendwie... Nee. Ich weiß auch nicht, warum wir nichts anderes anhaben, außer ein Regencape. In Signalgelb. Na prima. Da müssen wir jetzt drüber hüpfen. Kann man hier hinten was machen? Nee, oder? Nee, sie will da hinten noch nichts anfassen. Also kann da hinten noch nichts anfassen. Schaut mal, wir haben doch ein Gesicht. Wir können da leider nicht ranscrollen. Okay, Aber witzig, ich muss hier WASD in einer gewissen Reihenfolge drücken. Ah, okay, alles klar. Zeitevent. Ist kein Problem. Das kriegen wir hin. Okay, das ist jetzt auf Anschlag. Das bedeutet... Jetzt schnell. Lauf! 1A. Das hat schon mal geklappt. Überall kommen diese Zwerge raus. Ich weiß auch nicht. Okay, also hier ist ein Licht. Peggy 16.
Thank you.